Sprichst du ein bisschen die Dünne im Kopf drin? Nee, aber ich habe einen schmutzigen Pullover. Also, der Freddy. Hi, Freddy. Hat er sich versteckt da hinten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir weiter an unserem Mofa-Transportanhänger. Und Elias hat hier auch schon unser altes Rad in der Hand, denn darum müssen wir uns als erstes kümmern. Wie der Marvin nicht gesagt hat. Um die Rallye geht es als erstes. Dort haben wir auch schon das erste Problem, sage ich jetzt mal. Ich habe die auseinandergenommen und es sind natürlich Wulstpneu. Wie könnte es anders sein? Ist ja an sich nichts Schlechtes, nur die Reifen sind nicht mehr gut, die muss man ersetzen. Und 16 Zoll Wulstpneu kommen einfach nicht über. Außerdem sind die super schmal. Die sind super schmal und das Problem ist, dass das Felgenbett, das ist da sehr, sehr speziell. Und die normalen Pneu heben da innen nicht. Heisst natürlich aus dem, ja, es war ein mega günstiger Anhänger. Ich mache ganz neue Rädchen. Kostet mehr wie der ganze Anhänger am Schluss. Ist so. Parat gemacht habe ich schon etwas. Zeig mal her, was hast du dir überlegt? Wenn wir schon alles mitmachen, gibt es natürlich neue Speichen, neue Felgenringe. Neben behalten wir. Die ist schon extra für die Steckachse. Dort wäre auch sehr wichtig. Die können wir behalten. Was aber das Problem ist, die neuen Speicher, die es gibt, sind 2,9 mm, die alte 2,6. Das heisst, wir müssen den vorab zuerst noch die Nabe ausbauen. So wie kein Problem. Aber sieht natürlich auch ein bisschen potent aus. Massiv breit. Da ist kommt dann hoffentlich 17er? Auch ein breiterer Pneu drauf, natürlich. Oder Stretch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zeige. Oder zeig mal den Pneu am Schluss, denn das ist auch wichtig, glaube ich, für den Look vom Anhänger, was du davor hast. Ja. Vor allem auch in Bezug auf das Mofa, welches damit gezogen wird, beziehungsweise welches zieht. Genau. Und deswegen wollen wir dich gar nicht lange stören. Du hast 10 Minuten Zeit. Genau, ich muss doch Rad ist dann fertig. Wir haben heute noch viel zu tun. Genau, weil heute wollen wir zusätzlich noch den Rahmen lackieren, beziehungsweise den kompletten Anhänger eigentlich lackieren. Denn die Schiene bekommt einen eigenen Lack. Und genau das seht ihr in diesem Video, wenn ihr dran bleibt. Du darfst jetzt hier mal los einspeichern. Kannst du nicht einfach wieder so machen und sich gemacht? Nee, das wäre langweilig. Du darfst jetzt wirklich mal ein bisschen ranklotzen. Aber wir machen ein bisschen Zeitraffer. Okay. Also viel Spaß. Danke. Bis gleich. Der letzte hat natürlich nicht einmal einen Schlitz drin. Aber wir haben ja da Werkzeug rum. Ah! Ja. Das ist eine Schneeflocke. Jetzt tun wir die ganz schnell ausspeichern und dann tun wir die Narbe schnell überarbeiten. Mit dem wir noch bürsten. Und dann ist das parat. Das ist der schlechteste Auspackporn ever. So, wir sind bereit zum Einspeichern. Für euch beschleunigen wir den ganzen Prozess ein bisschen, damit es auch etwas frischer geht. Ich würde sagen, Zeitraffer ab jetzt. Let's go. Hey, es läuft. Was ein Oschi, Alter. Was hast du denn gemacht? Ich habe die Pneu und alles noch drauf tun. Das Rad hat mich richtig fertig gemacht, weil einfach die Speichen mit den Naben halt nicht übereinpassen. Boy hat mich aber noch gerettet. Hat dir geholfen? Ich bin gerade aufgezogen. Vielleicht sieht man jetzt auch schon, woher, dass es geht mit dem Zugfahrzeug. Oh, Scheiße, ey. Guckt euch mal diesen dicken Reifen an. Da haben wir den gestrahlten Anhänger bei mir im Koffer. Hast du strahlen lassen? Ja, sicher. Zeig mal her, hol mal raus das Ding. Hört er öfters. Frisch gestrahlter Anhänger. Ist sehr gut für mich, dann können wir da gerade nämlich den Lack drauf donnern. Da können wir jetzt Gas geben mit beziehungsweise mit den Lackaufbau drauf donnern. Die Schienen hast du doch bei dir in der Werkstatt? Die Schiene ist bei mir, das Holz ist bei mir. Okay. Farb. Hab ich dabei. Hämmer. Dann fehlt jetzt nur noch der Hobel, der den Anhänger ziehen soll. Denn das den haben wir noch nicht getestet. Genau, das ist ja ausschlaggebend, wie weit, dass man den da wirklich könnt okay. Mit der Schiene gehen. Den holen wir jetzt bei mir die Hause und dann ab in die Garage. Angekommen bei Elias. Seiner Garage. Das ist aber nicht der Hobel, den wir brauchen. Nö. Der Anhänger wird gezogen vom. Boah, jetzt wollte ich fast Boardtracker sagen. Frankenstein Bobber. Haben wir auch schon mal auf dem Channel gezeigt. Holen wir jetzt kurz raus. Und. An diesem Hobel messen wir aus, wie weit die Schiene vor kann, damit dann der Hobel, der abgeschleppt wird, möglichst weit vorne ist. Einfach um den Schwerpunkt recht weit vorne verlagern zu können. Plus lackiert wird er auch noch. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Sexy. Also ein bisschen leicht umgebauter, modifizierter Offroad-Bobber vom Elias.
Hast schon ein paar schicke Hobel irgendwie. Das ist ganz lieber. Wirklich richtig schön. Hat auch die richtig fetten Räder hier drauf. Offroad-Optik und deswegen auch für den Anhänger die Offroad-Optik. Jetzt wirklich genau aus 17 Zoll. Genau das gleiche. 2,75 Zoll Pneu. Perfekt. Und da schon mal vorbereitet. Oh, Anhängerkupplung ist schon dran, sehe ich. Das Gäbige ist mit den 66 Heroes Tuck'n'Roll Sattelaufnahme. Habe ich sie gerade können da dran anmachen. Ach, perfekt. Ich kann nicht mehr aufs Sattelrohr, das ist ja ein Oldie, sprich 37 mm Sattelrohr. Und dann haben sie einfach hier oben machen. Ich bin sehr gespannt, wie das am Schluss aussieht, genau. Aber damit wir uns das heute noch angucken können, müssen wir das Ding jetzt einladen und direkt weitermachen. Vollgas. Gut, also, let's go in deine Werkstatt. Oh, filming up our butts. Die Szene ist eigentlich nur für den Marc, dass ich gut dastehe. Oh, Scheiße. Oh Gott. Oh, das sind immer so jung. Wir sind angekommen in der Werkstatt von Elias. Hier liegt jetzt auch schon der erste Part von unserem Anhänger. Ihr könnt euch erinnern, das ist die Schiene. Auf diese Schiene möchten wir dann die Mofas draufstellen. Muss natürlich noch lackiert werden, die ist aktuell noch grün. Dafür habe ich hier so ein Schleifvlies. Fange jetzt auch schon an, das mal anzuschleifen. Der Rahmen selbst wurde ja sandgestrahlt. Das heißt, da müssen wir nur noch entfetten und können dann direkt mit der Grundierung anfangen. Deswegen fange ich jetzt mit diesem Patienten hier an. Einmal mit dem Schleifvlies, denn den können wir direkt lackieren. Und den Rahmen müssen wir grundieren, denn der ist ja noch blank. So, bevor wir jetzt mit dem Lack anfangen, wollen wir einmal noch die neuen Räder an unseren Anhänger halten, uns das mal angucken und vor allem rausfinden, wie weit vor kann die Schiene. So, Hobel steht schon parat. Willst du nicht erst direkt an Anhänger? Nö. Alter, was für fette Räder. Dicke Dinger. Ja, mach mal rein da. Das erste Mal, dass er hier kommt. Quasi entjungfert. Bin ich schon drin? So, so sieht das aus. Viel jetzt Platz. Sieht man auch, ja, jetzt sieht man auch die Idee mit den dicken Reifen, passend zu deinem Bobber. Vielleicht kann man sich jetzt sogar schon ein bisschen Gedanken für den Lack machen. Vielleicht könnte man sich denken, welche Farbe hier gleich drauf kommt, aber wir sagen es mal nicht. Fehlt noch die Schiene, die habe ich schon geschliffen, ich hole die mal schnell. Stellen wir die mal drauf und gucken, wie weit wir vor können. Nö, ja, nö, okay. Gott, aber, hä? Vielleicht aber gar nicht so schlecht, weil dann der Schwerpunkt stimmt, ja, ein bisschen nach vorne kommt. Stimmt. Digga. Aber wir sind weiter vorne wie erst gedacht. Absolut. So geht das, ja. Voll geil. Boah, das ist, boah, stinkt das hier. Hufschmied. Alter. So, das passt jetzt alles soweit. Jetzt geht's um die Grundierung. Ihr seht ja hier wunderschön blank gestrahlt. Elias war nicht geizig, sonst hätten wir jetzt noch mal ein paar Stunden geschliffen. Sehr geil. Wenn es gesandstrahlt ist, kannst du direkt anfangen mit dem Grundieren. Wichtig ist, wir kleben jetzt hier noch die Achsen ab, dass da keine Farbe rankommt. Und wir entfetten das ganze Ding nochmal, weil wir haben jetzt die ganze Zeit dran gefasst aufs blanke Metall. Nicht so gut. Nehmen wir jetzt einen sauberen Lumpen, nochmal ein bisschen Verdünnung oder Silikonentferner. Einmal sauber machen. Und dann kommt die Epoxygrundierung drauf. Wir sind fertig. Der Anhänger ist komplett lackiert. Gern mal eure Meinung zur Farbe jetzt in die Kommentare. Es wurde Zementgrau. Es heißt zwar Zementgrau die Farbe, aber ich finde, es ist ziemlich grünlich geworden. War aber bewusst gewählt. Denn jetzt schauen wir mal hier rüber zu unserem Offroad-Bobber. Selbe Farbe auf dem Hobel, welcher ja dann auch den Anhänger ziehen wird. Das heißt, wir haben eine einheitliche Farbe zwischen Anhänger und Mofa. Board-Tracker, der dann auf dem Anhänger ist, bekommt eine eigene Farbe nochmal. Aber ich denke, das wird dann alles ziemlich stimmig. Hier draußen ist jetzt Elias gerade noch am Lackieren der Schiene, beziehungsweise der kleinen Scharniere noch, mit der dann die Schiene befestigt wird. Und das wurde schwarz.
Seidenglanz, genauso wie unser Anhänger auch Seidenglanz wurde. Und in der Kombo, glaube ich, sieht das dann sehr cool aus, denn es fehlt natürlich noch das Holz. Und dann können wir nächstes Mal eigentlich alles zusammenbauen, Boardtracker drauf und erste Probefahrt, oder? Gut. Bist du zufrieden? Ist geil, mit der Kombi, Farb und auch mit der Rädli. Für die, die es jetzt gesehen haben, oder? Die gleiche Rädli auf dem Offroad-Bobber wie auch auf dem Anhänger dann. Ich denke, das wird ein sehr, sehr schönes Gespann. Und ja, das seht ihr dann im nächsten Video, wenn es hier um den Anhänger geht. Denn dann gibt es schon das große Finale, Zusammenbau und vor allem Probefahrt. Denn ich bin nach wie vor gespannt, wie das aussieht, wenn hier ein Hobel draufsteht, der gezogen wird von einem Hobel auf einem selbstgebauten Anhänger. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann unbedingt den Channel abonnieren. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, bis bald und ciao. Tschüss.